Schön. Hallo Anna, ich bin unterwegs, Anna, ich verbinde noch. Ja. Bei Anna irgendwie, weiß nicht, kann Anna auch ein Männername sein? Eigentlich nicht so, ne? Was viel lustiger ist, du musst Anna einfach mal rückwärts lesen, das ist total witzig. Wow, voll die sexuelle Anspielung, ne? Hä? Stimmt. Nee, stimmt. Ich verstehe diesen Mann nicht. Ja. Ja, ist okay. Ich glaube, das tut keiner so richtig. Hm. Jetzt hat Anna, komm, Anna, nimm weiblichen Charakter, das passt zu deinem Namen. Ethan. Ethan nimmt einen sehr männlichen Charakter mit dem Zitat: But I don't wanna fight. Guten Morgen, Mr. Hunt. Oh, gegen die war hier gar keine Chance, ne? Warum ist denn Anna rausgegangen eigentlich? Keine Ahnung, jetzt bin ich der Boss. Wir starten in 6 Sekunden. Das du bist der Boss, Regeln. Na super. Ich kann nichts ändern, ich bin nicht der Boss. Da steht, ich wäre der Boss, aber ich kann in der Regel nichts ändern. Ja, das ist echt schade, ne? Ja, es ist auch so, besser ist. So. Wer weiß, was dabei rauskäme. Ach, wenn diese Glocke bei dir ist, heißt das, du bist der Boss? Exakt. Weil du einen an der Glocke hast oder was? Oder? Nee, das heißt, dass ich den Ton angebe. Ja. Ich glaube, das ist sogar wirklich der Sinn dabei. Ach so, ich dachte vielleicht, weil du mit deinen Glocken spielst. Ist ein Glocken nicht eigentlich eine Bezeichnung dafür, dass man Brüste hat? Und deswegen ist das ja, jetzt... Ja, genau. Okay. Genau. Cool, danke. Ich hab dir doch neulich erst gesagt, dass das keine Brüste sind. Ich hab einfach nur große Brustmuskeln und komm damit nicht so ich klar. Ich hab einfach nur große Brustwarzen. Das sind keine Möpse. Das wäre schon echt bitter. Das wäre schon echt richtig bitter. Ich hätte ganz gern mal so... Ja, bin ich doof. Gott, bin ich dämlich. Oh, scheiße, bin ich kacke. Ich bin ja so dumm, ey. Oh, scheiße, bin ich kacke. In dem Moment, wo ich den A-Knopf gedrückt habe, habe ich schon gewusst, dass ich hier gerade einen richtigen Mist produziere. In Ordnung, du darfst Mist produzieren. Ja, du gewinnst ja, ne? Ja. Sammel doch mal den Totenkopf da unten auf. Ah, du ich hast... Nicht vor. Du machst das sehr gut mit dem Werfen, muss ich echt sagen. Chapeau. Danke. Sehr clever. Du setzt ihn da unten richtig unter Druck. Ja, und ich muss ihn nicht zu nahe kommen. Der setzt sich selber unter Druck. Ja. Jetzt ist er hier oben. Ja, da hätt's schön, dass du drüber geworfen hast, aber er war direkt hinter dir. Ich wollte mir einfach nur demonstrieren, welche Macht ich besitze. Genau, ihm den Trick verraten, ne? Ja. Aha! Ja. Oh nein, oh, enge Sache. Oh, schade, hat er gut gelöst. Ethan, nicht schlecht. Ja, der weiß, wie der Hase läuft. Der weiß, wo man die Zündschnur anzündet. Die kann man auch in Löcher werfen. Und dann? Dann explodieren die halt nicht. Achso. Schlau. Nicht zu retten ist das. Oh Gott. Oh. Das war knapp. Das war pures Talent. Das war sehr knapp. Ich könnte ja mal so eine Art Kommentator machen, während du da das ist. Ne? Das wäre sehr geil. Ja? Und der schießt! Genau. Und Robli in der linken oberen Ecke. Bewegt sich nur in Richtung Mittelfeld. Oh, da kommt der gegnerische Stürmer. Aber gleich in die Nähe. Das war ein knappes Ding, ja. Knapp an die Latte ran. Und, grün und gelb stoßen aufeinander. Ja, okay. Ich übe noch. Wie man merkt, ich übe noch. Aber ja, ich habe gewonnen. Ja. Das war ein klarer Sieg für die gelbe Ecke. Ja. Ach, an der Stimme hätte es gelegen. Nächstes Mal setze ich die Kommentatorstimme ein. Ist eigentlich egal, was du sagst, solange du halt irgendwie eine coole, epische Stimme, Kommentatorstimme machst, genau. Ich habe eine Bombe gelegt. Sie befindet sich in der unteren rechten Ecke. Und er nimmt sich eine Müsli-Riegel und geht zur Kasse. Liebe Damen und Herren, wer hätte das gedacht? Halten Sie sich fest und jetzt, er holt sein Portemonnaie raus. Wow, das haben wir selten so erlebt. Mit so einem Elan, wie er das macht. Und die Kassiererin, die weiß gar nicht, was sie sagen soll. Und wieso? Nicht schlecht. Von dir kann man echt was lernen. Zwar nur Schwachsinn, aber man kann von dir was lernen. Ja, auf jeden Fall. Danke. Ja. Wenn man sonst schon nichts lernen kann, dann willst du Schwachsinn, ne? Hilfe. Wirst du hier nicht erhalten. Das verspreche ich dir. Nur sterbe ich glaube das auch. Ist das Einzige, was zu kriegen ich hab ist. So, ich habe auch so einen Verdacht, dass das nichts wird hier mit euch. Oh. Ah! Verdienter Sieg für MacGrive, auf jeden Fall. Finde ich aber auch. Ich habe mich aus dem Schlamassel rausgehalten, ne? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Da, 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 da. Ah, nee. Das ist schon irgendwie unterhaltsam. Ich hoffe, den Zuschauern macht es auch ein bisschen Spaß. Weil ich nur die ganze Zeit... Ja, ein paar schauen zumindest zu. Boah, bin ich froh, dass ich nicht schon zwei Bomben platzieren kann, sonst hätte ich mich selber gekillt. Also ich bin echt wirklich beruhigt, wirklich. Es macht echt Laune. Es macht echt Spaß. Ja, ich finde es aber beachtlich, dass doch scheinbar bei Twitch relativ wenig Leute bei diesem Spiel zugucken. Ja. Die Frage ist, ob... echt generell nicht interessant ist?
Oder vielleicht liegt es daran, dass die Leute am Anfang nicht so gute Streamer gefunden haben und letzte Woche, was hätten wir letzte Woche gestreamt, dann würden jetzt all die Milliarden Zuschauer, die sich für Bomberman interessieren, einfach alle bei uns gucken. Könnte sein. Vielleicht ist das Spiel doch nicht so im Fokus. Wahrscheinlich nicht. Ah, du blödes Sackgesicht. Tut mir leid. Meine Mama hat gesagt, das sieht natürlich aus. Das soll so aussehen. Ja. Ja, nee, ich Ethan hat mich hier gerade richtig gut eingesperrt. Es hat ja auch wirklich gut gemacht, also das muss ich mir nicht mehr lassen. Okay. Guter Mann, kann ich nicht schon werfen? Ich glaube nicht. Doch, ich kann schon werfen. Ess ihn mal oben ein. Yes, Mann! Das war doch mal gutes Teamwork, oder? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Der arme Kerl, wusste gar nicht, wie ihm geschieht. Ein bisschen gemein, aber so läuft das. So läuft das, wenn er dich besiegt, ne? Das hätte er die rechte Strafe. Ja, genau so ist es. Hat nichts mit Teamspiel zu tun, sondern es war pure Rache. Ja. Verdient vor allem. Das unglaublich. Also was glaubt er, warum er hier mitspielt? Nicht, weil er siegen soll oder weil er uns besiegen darf. Einfach nur, weil er das Opfer ist. Weil wir ihn spielen lassen. Ganz genau. Auch mal dringend eine Bombe, dass ich mal mehr legen kann als nur das bisschen, was ich bisher habe. Geht mir ähnlich. Aber ich kann ihn ganz gut ärgern, oder nicht? Oh, jetzt habe ich die Bombe bekommen. Sehr gut. Oh. Oh. Yeah, ist rausgeflogen, als du zu mir gekommen bist. Yeah, sehr so schön. Das war ja richtig so knapp, ey. Scheiße. Fetter epischer Bette hier zwischen uns beiden. Oh, das ist mies. Das war taktisch sogar echt gar nicht so dumm. War gar nicht so schlecht, ne? Ja, muss man auch lassen. Ich glaub, ich shit, nach Gott bin ich doof. Gott bin ich scheiße. Jetzt hat er dich gekriegt. Aber ich bin so unnötig. Das sind manchmal so komplette Hirnaussetzer bei diesem Spiel, ne? Ja, verdient der Sieg von mir. Herzlichen Glückwunsch. Ach, du hast ja tatsächlich gewonnen. Ja, durch den Wandwurf einfach die ganze Zeit. Die meisten Leute denken da nicht dran und achten stimmt, da nicht drauf. Ja, stimmt, hast du recht. Das ist schon eine miese Taktik. Von dir kann man richtig was lernen, echt. Danke. Das ist einfach sogar ganz gut Spaß, wenn man den dann drauf hat. Hallo Viral, ich begrüße dich unter den Zuschauern. Der heißt Kevin, trägt einen weißen Zylinder und nimmt den schwulen Charakter. Ich meine, der hat es einfach nur mehr als verdient, dass wir ihn vernichten. Hast du ein Problem mit Schwulen? Nein, überhaupt nicht, aber er heißt Kevin. Ach so. Kevin. Ja. Ja. So, diesmal, ich will auch mal der Gelbe sein. Komm, ich mache auch mal den Gelben. Okay, dann mache ich aber nicht den Gelben. Du hast doch den Zylinder. Dann nehme ich einmal zum Abschluss Rosa. Oh, ja. Es ist so süß. Ja. Jetzt könnte ich das erste Mal in diesem Stream, wo wir so viele traurige Phasen hatten, aus Freude weinen. Einfach aus Gerührtheit, weil ich dich so niedlich finde. Oh. Ich würde das Kommentar gerne erwidern. Ja, wenn es möglich wäre. Gut. Ja. Aber stimmt, du hast recht, der gelbe Bomberman hat tatsächlich deine Augen, Robli. Ja, ich weiß. Ja. Doch meine Augenfarbe. Kann man auch da sehr gut erkennen. Das sieht gerade richtig aus. Sorry. Ich stand ja gerade kurz Moment Brain AFK. Sackgesicht. Du bist das selber schon gewesen. Ja, weil die Steuerung halt so unpräzise ist. Ja, das stimmt schon. Du hast dich kurz Moment hast du dich dann auch verabschiedet. Ich habe immer noch bloß eine Bombe, das ist ja zum Kotzen. Ah, da ist eine, sehr gut. Habe ich zwei. Aha! Kann ich werfen. Ey, jetzt geht sie gezielt auf mich, oder was? Ja, du hast mich herausgebombt, oder? Ja, stimmt auch wieder. Was macht der da? Oh Gott, ich bin so dumm. Herzlichen Glückwunsch, oh, cool. Im Spiel. Oh shit. Jetzt, ich habe ihn rausgebombt. Ja, Mann. Nein, ich sterb jetzt. Oh Gott. Zurecht. Zu Recht Gott, oder? Ey, ist ein ganz schön... Nein. Also ein ganz schön heißes Pflaster hier, ne? Ja. Da-da-da-da-da, I'm loving it. Ja, ich denke schon. Daran erinnern einen die Augen. Wenn du die zusammensetzt in der Mitte, dann sieht das voll aus wie das McDonalds-Zeichen. Siehst du mal hier, das war alles... Jetzt hast du natürlich meine ganze Marketingstrategie verraten. Ich arbeite nämlich für McDonald's und werde dafür bezahlt und okay, das erklärt einiges. Ja. Ich hatte tatsächlich schon mal überlegt, für McDonald's zu arbeiten, bis ich dann gemerkt habe, wie schlecht die eigentlich bezahlen.
Ah, okay. Ja. Dessen bist du jetzt bei der Telekom, ne? Genau. Ja, aber die zahlen zwar besser, aber ich habe gehört, die sind kundenunfreundlich. Ja, die Kabel schmecken halt nicht so gut, ne? Ja, okay. Ja, kann ich nachvollziehen. Ich habe einen Fehler gemacht. Ja, du darfst schon welche mit nach Hause nehmen, ja? Haha. Sehr gut, guter Mann. Was für ein Kabel? Oh. Ja, schon, oder? So, wenn du mal was fürs Armband brauchst oder so, dann kriegst du die schon, oder? Ja, scheiße! Nein! Ich wollte... Verdammt! Ich hab's doch kommen sehen! Oh ja. Das hast du. Du konntest es nicht mehr aufhalten. Ah, was schreibt denn Dagina hier gerade? Wir waren beim wahren Meister in der Lehre. Zu Rob. Guck. Hä? Was will der Autor uns damit sagen? Ich weiß nicht, vielleicht weil wir vorhin gesagt haben, dass sie Leute dissen würden und so. Das war ach so, ja, stimmt. Das ist nicht ernst gemeint. Sie sind aber die Profi-Mobber, steht da. Ja, genau. Genau, und sie hat das quasi bei mir gelernt. Und also muss sie schon haben, sagen, sie machen auch Fortschritte, ja. Die haben gelernt, halt dich zu mobben. Das ist wohl wahr. Ah, oh, ich dachte gerade. Alles ist gut. Oh, oh. Scheiße, schlechte Idee. Das war sehr lustig. Das war sehr blöd. Das ist wohl wahr. Kann ich schon werfen? Ich kann noch nicht werfen. Lauf! Da sind ganz schön noch viele Blöcke noch da, ne? Oh, ich bin tot. Ja, schade. Verdammt. Und Kevin! Ja. Ein ziemlich spannendes Match hier, ne? Okay, komm, wir rocken es noch. Ich würde so gerne viel können, ich mache so viel Spannung kurz vorm Schlafen gehen, das ist unerträglich. Ja, ich spiele danach noch ein Horrorspiel. Gut, so Horror ist Bioshock jetzt auch nicht, aber. Bioshock? Ja. Ah. Das ist bei mir aktuell. In der Remastered Edition, oder? Genau. Oh. Hast du es schon mal gespielt? Nein. Ich habe aber das Original PS3 hier noch original verpackt rumstehen. Oh, sehr gut. Ich kann dir auch empfehlen, das Buch zu lesen, das die Vorgeschichte erzählt. Das ist sehr interessant. Ja. Der Schreibstil ist richtig cool, das macht echt Spaß. Ja, soll aber wirklich ein sehr gutes Spiel sein, ne? Ist auch an sich sehr interessant, ja. Also ich muss sagen, das Kampfsystem ist gefühlt auch ein bisschen altbacken schon. Man hat das Gefühl, dass das Kampfsystem nicht so krass Spaß macht. Man schießt dann einfach die Gegner, das war's aber so. Vom Leveldesign und so ist es wirklich cool und ich find's echt nicht verkehrt. Gott. Ob tust denn sowas, ey? So übelste Bombenaktion hier. Oh, das ist echt schade. Das ist echt bitter. Ich hab's gesehen, ich leide mit dir. Ah, ist okay, ich bomb dafür den Kevin raus, der hat's auch nicht besser verdient. Selber schuld, wenn er so einen Namen wählt. Wer ihn die ganze Zeit da einsetzt. Das findest du lustig, oder? Da hast du Spaß mit, oder? Ja, er kommt da nicht mehr raus, er muss sich jetzt erstmal freibomben. Wie sind da überhaupt reingekommen? Ja, ich habe unten die Flächen kaputt gemacht, wo er nicht mehr durchkommt. Wenn du zu oft Bomben auf einer Stelle verziehst, dann explodieren die dann irgendwann so. Da, weißt du? Machen die Fläche irgendwann kaputt. Oh oh. Fehler. Alter. Oh. Yo yeah. Oh yeah. Jeder tanzt. Greif geht in Führung. Ja, zu Recht. 2-1. Da habt ihr wohl euren Meister gefunden. Zeig's dem Kevin, ja. Wer so einen Namen wählt, hat's nicht besser verdient. Ich meine, aber an sich ist nichts gegen den Namen Kevin, aber wer einfach im Internet absichtlich freiwillig den Namen Kevin wählt, der muss bestraft werden. Du bist so intolerant. Bin ich intolerant? Ich bin sehr tolerant. Ich hab nichts gegen Kevins. Herzlichen Glückwunsch, Robli. Was habt ihr da gemacht? Ich hab mir entspannt schon so ein bisschen was weggebaut und Items gesammelt. Wir haben uns eingesperrt und sind dann in dieselbe Bombe reingelaufen, also... Ja. Intelligent. Ja, nee, ganz genau das Gegenteil von intelligent. Achso, okay. Das wäre das Gleiche. Wir haben schon lange nicht mehr diese Stacheln gesehen, ne? Das unter anderem wahrscheinlich daran liegt, dass gewisse Leute sich immer selber wegbomben. Achso, wobei ich keine Namen nennen. Sind die hier überhaupt aktiviert, ja? Ja, ich glaube, die sind aktiviert, ja. Ah. Aber bei der 3-minütigen Runde und 3 Leuten, dann geht das doch relativ flott zu Ende immer. Oh, tschüss, Kevin. Ich lauf schneller als du. Oh, scheiße. Oh. Nein! Oh, wie doof. Oh, schade. Ich hätte so gerne mal gewonnen. Jetzt muss ich weinen ins Bett gehen. Ah. Ja. Lieber Robi, es hat trotzdem wirklich riesen Spaß gemacht. Dankeschön. Ich stimme dem zu.
Danke. Ich verkneife mal irgendwelche unsittlichen Kommentare. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke. Und ich freue mich schon sehr auf nächste Woche, wenn wir das dann vielleicht schaffen, auf 75 Battle Points hochzukommen. Es ist ein langer und beschwerlicher Weg, aber wir werden ihn meistern, McGrive. Ich bin mir sicher. Und irgendwann, wenn wir die 500 erreicht haben, dann ist wahrscheinlich die 1000 unser Ziel. Und da freue ich mich schon drauf. Dann vielleicht auch mit Telekommander und Mausefalle zusammen. Das wäre natürlich umso lustiger. Das wäre möglich, ja. Das werden wir dann sehen. Schauen wir mal. Dann sehen wir schon. Das ist wahr. Okay, dann wünsche ich auch einen wunderschönen Abend und ein wunderschönes Wochenende, lieber McGrive. Dir euch und euch da draußen auch. Vielen Dank fürs Zugucken. Dankeschön. Tschüss. Nächsten Freitag. Ciao.